Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte mich zunächst einmal der Kollegin Högel anschließen, weil ich schon der Meinung bin, dass eigentlich das ganze Haus dankbar sein muss über das großartige Beispiel der Solidarität mit den Flüchtlingen. Ich finde es unglaublich, dass auch mitten in der Nacht in Dortmund hunderte Menschen dorthin gehen und die Flüchtlinge entsprechend freundlich empfangen. Und deswegen sage ich auch im Namen meiner Fraktion herzlichen Dank. Es ist aber richtig, auf der anderen Seite haben wir auch ein ganz anderes, hässliches Gesicht. Die Gewalttaten gegen Flüchtlinge und die Unterkünfte sind in die Höhen gesprungen. Hetze, Anschläge erleben wir tagtäglich und Aufmärsche von NPD und Pegida und rassistischem Mob in diesem Land. Das sind die hässlichen Seiten. Aber, Kollege Strobel und auch Herr Minister, auch das Gerede, was Sie hier heute wieder treiben über den angeblich massenhaften Asylmissbrauch. Ich möchte mal darauf zurückgreifen, Sie haben den Westbalkan angesprochen. Ja? Da wird im Grunde genommen pauschal eine ganze Flüchtlingsgruppe das Recht auf unvoreingenommene Asylantrag abgesprochen. Und das kann meines Erachtens so nicht gehen. Ich will mal ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel im Juni waren 28% der Flüchtlinge aus dem Westbalkan, ungefähr 3.611 Menschen, Roma. Selbst die EU-Kommission und Kommissare berichten in ihren Unterlagen, dass diese Menschen extremer sozialer Ausgrenzung, rassistisch motivierter Gewalt auch durch staatliche Institutionen ausgesetzt sind. Und Sie tun hier einfach so, als wenn das alles Leute sind, die vor allen Dingen auf den Arbeitsmarkt wollen, und diskriminieren das als im Grunde genommen, dass diese Menschen kein Recht haben, hier Asyl zu beantragen. Und deswegen sage ich hier ganz eindeutig, das Asylrecht darf nicht ausgehöhlt werden. Und die Linke wird jedenfalls bei dieser Form der Aushöhlung nicht mitmachen. Denn wenn ich mich umschaue, in Finnland zum Beispiel, 43% der Flüchtlinge aus dem Kosovo wurden dort im vergangenen Jahr anerkannt. In Frankreich waren 20% der Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina ebenfalls anerkannt worden, um nur wenige Beispiele hier zu nennen. Das heißt, wir verlangen hier ganz klar von Ihnen eine klare Prüfung jedes einzelnen Asylantrages und keine pauschale Verurteilung von Flüchtlingsgruppen, die aus dem Westbalkan kommen. Und meine Damen und Herren, auch die Vorschläge von der Koalition, die gestern vorgelegt wurden, nach über 2000 Menschen, die im Mittelmeer bereits ums Leben gekommen sind, wenn man, wie gesagt, die Gewalt auch in Europa an den Grenzen sieht, was dort geschehen ist, grausame Bilder, wie dort mit Flüchtlingen in Ungarn, Montenegro und anderen Ländern umgegangen wurde, dann muss man wirklich sagen, ist dieses Papier eigentlich mehr als kläglich, was Sie an Vorschlägen hier vorgebracht haben. Das ist zum Beispiel die Frage, also die, insbesondere die 3 Milliarden, die jetzt also für Länder und Kommunen zur Verfügung stehen, da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das wird viel zu wenig sein. Wir brauchen endlich eine gesetzliche Regelung, dass Bund und Länder gleichermaßen für die Unterkunft der Flüchtlinge aufkommen müssen. Und das bedeutet eben zum Beispiel von Anfang an die Flüchtlingsaufnahme bundesweit hier die Kosten zu übernehmen und den Kommunen wirklich das zu überlassen, was wichtig ist, Integration von Anfang an, also Sprachunterricht, Eingliederung in den Arbeitsmarkt und die Dinge, die nötig sind, damit die Menschen schnell hier wirklich ankommen. Und es hat ja wirklich lange genug gedauert, bis sie überhaupt jetzt reagiert haben. Also gestern hat die Bundeskanzlerin gesagt, die Banken, da waren wir schnell beim Retten und jetzt müssen wir schnell beim Retten von Flüchtlingen sein. Ich meine, dass es viel zu viele Monate gedauert hat, bis hier wirklich was geschehen ist. Fakt ist jedenfalls, im Moment werden viele in riesigen Sammelunterkünften untergebracht, Lager werden schnell hergerichtet und wir wollen verhindern, dass solche Notlösungen zur Dauerlösung werden. Deswegen muss ganz schnell was passieren, damit die Flüchtlinge auf
entsprechenden bezahlbaren Wohnraum verteilt werden, dass sie auch zu Freunden oder Familienangehörigen gehen können und dass hier wirklich was passiert, insbesondere was auch ihre Stigmatisierung durch solche Massenlager weiter befördert. Die Koalition hat hier unter anderem eben eingebracht, dass kein Bargeld, sondern Sachleistung, ist heute hier auch noch mal gesagt worden. Ich halte das für den reinsten Populismus, denn sparen lässt sich damit nicht wirklich. Der bürokratische Aufwand für diese Ausgaben von Sachleistung, das ist erwiesenermaßen von den Kommunen auch immer wieder gesagt worden, wird viel höher und viel teurer sein. Und deswegen wird man hier nicht sparen. Und dass Sie ausgerechnet beim Taschengeld, also eins der elementaren Grundbedürfnisse, was man gerade noch damit erledigen kann, Telefonate führen, Busfahrkarten kaufen oder vielleicht auch mal einen Kaffee trinken irgendwo, dass Sie ausgerechnet hier mit Sachleistung ran wollen, ich finde, das ist also, das treibt Flüchtlinge wirklich in die Isolation und verhindert wirklich jede Teilnahme am öffentlichen Leben. Und deswegen werden solche Attacken auf die Menschenwürde der Flüchtlinge, das werden wir auf gar keinen Fall mitmachen. Und meine Damen und Herren, Zuwanderung muss eine Bereicherung sein. Und es ist erwiesen durch Studien, dass Zuwanderung eben nicht heißt, also in unsere Sozialsysteme, sondern in der Tat Wirtschaft und Sozialsysteme sogar stärken. Und deswegen denke ich, egal ob aus Angst vor Verfolgung, Krieg, Hunger oder Armut, es muss darum gehen, Fluchtursachen zu beseitigen. Das bedeutet die Beendigung von Kriegen, insbesondere im mittleren Nahen Osten. Aber es bedeutet auch tagtäglich die Fluchtursachen, die jeden Tag neu geschaffen werden. Ich gucke in die Türkei, wo Erdogan Krieg gegen die Kurden führt. Was höre ich von der Bundesregierung dazu? Nichts. Im Gegenteil, man schweigt. Ich gucke nach Frankreich, was verstärkt Luftangriffe gegen Syrien führen will. Auch hier passiert nichts. Und solange die Fluchtursachen nicht bekämpft werden, werden die Flüchtlinge hierher kommen und weiter mehr hierher kommen. Und deswegen sage ich, machen Sie endlich was gegen die Fluchtursachen, reden Sie nicht nur darüber, hören Sie auf, solchen Ländern wie die Türkei, die mit Waffen zu füttern oder andere Länder. Das ist die einzige Lösung, die wirklich hilft, dass Menschen wirklich in ihren Herkunftsländern bleiben können und entsprechend dort ihr Leben auch perspektivisch ausbauen können. Danke. Der Kollege Burkhard Lischka hat für die SPD-Fraktion das Wort.